So, willkommen zurück. Wir starten in Teil 2. Wir haben heute den ersten Kongress der Tiroler Lebens- und Sozialberater mit einem wunderbaren Thema: Schau auf die und deine Leute. Und wenn wir das tun wollen, wenn Sie das tun wollen und auch die Unternehmerinnen und die Unternehmer Ihre Angebote nützen wollen, heißt das dann auch, dass man vielleicht da auch eine andere Führung braucht. Wir haben das in den Vorträgen davor schon anklingen gehört. Möglicherweise brauchen wir eine neue Ich-Wir-Balance in der Führung, eine nachhaltige Führung oder eine dienende Führung. Auf alle Fälle freuen Sie sich auf den dritten Part heute Nachmittag, auf den Input von Hans-Rudi Frischer. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen Gast haben aus Deutschland, Industriekaufmann, Philosoph, Psychologe, Autor und Herausgeber, Management-Coach und Organisationsberater, 1990 Mitbegründer und seit 1999 Vorsitzender des Heidelberger Instituts für systemische Forschung. Und da gebe es noch ganz, ganz viel. Und Sie verzeihen mir, dass ich das auf diese sozusagen Nennungen reduziert habe. Wir begrüßen Sie ganz herzlich in Innsbruck mit einem großen Applaus. Und wir freuen uns jetzt sehr vom Ende der Gier, führen im Gleichgewicht zwischen Ich und Wir. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt werden wir alle ganz gespannt Ihnen zuhören. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Die Zeit ist knapp, die wichtigste Ressource ist ja schon ein Stück weit verlaufen. Ich möchte mich erstmal bei den Veranstaltern für die ehrenvolle Einladung bedanken. Ich bin sehr gern in Tirol, ich werde in meinem Vortrag auf einen uralten Tiroler zu sprechen kommen. Das werden Sie noch sehen. Das Thema Gier regiert natürlich momentan auch die Medien, das wissen Sie alle. Und die Fragen, die uns umtreiben, wie ist dem entfesselten Individualismus, der durch die Freisetzung der Gier Vorschub geleistet wurde, in dieser globalen Ökonomie, dazu wollte ich Ihnen den ein oder anderen Gedanken, Impuls und Anregung geben zum Weiterdenken. Das erste Bild, was ich ausgewählt habe, macht die Situation von uns allen deutlich, nämlich dass wir alle Balance-Künstler sind. Das Thema ist ja das Gleichgewicht. Wir alle sind in unterschiedlichsten Rollen wie Seiltänzer unterwegs, die auf dem Seil bleiben müssen und ständig Balanceakte regulieren müssen. Und da komme ich im Laufe meines Vortrages drauf zu sprechen. Ich will hier eine kurze Übersicht. Ich möchte mit einem Amis Göll beginnen, mit einem kleinen Film. Schauen Sie mit anderen Augen auf Führung. Sie alle führen tagtäglich Gespräche. Sie führen Ihr Fahrzeug hoffentlich gut als Kraftfahrzeugführer. Sie führen Ihr Unternehmen. Sie führen Ihre Organisation. Klassische Definition, um die dann im Grunde systemtheoretisch bzw. aus der antiken Philosophie kommt, zu dekonstruieren. Insofern, Zukunft braucht Herkunft. Deswegen muss ich und will ich auch zurückgucken. Und weil die Vergangenheit jetzt beginnt, ich als Psychologe wundere mich immer, dass die Philosophen so wenig praktisch denken. Und als Philosoph wundere ich mich immer, wie wenig die Psychologen die grundlegenden Bedingungen des Menschseins reflektieren. Und da wollte ich Ihnen die eine oder andere Überlegung rüberbringen. Platons Führungspsychologie, Führung ist als soziales System zu verstehen. Ich komme aus der systemtheoretischen Schule, deswegen versuche ich Ihnen ein paar Ideen zu geben. Zwei Beispiele und zwei Historien dazu aus der Geschichte der Nationalökonomie bzw. der Philosophie, führen als Tanz und führen als Kampf, um dann die Frage zu stellen, wo bleibt der Gemeinsinn? Kant nannte das noch Sensus Communis. Um einen kleinen Exkurs zum Geist des Kapitalismus zu machen, das ist wichtig, um zu verstehen, was die letzten Jahrzehnte geschehen ist.
so ein bisschen da, wo ich seit ein paar Jahren dran arbeite, ein anderes Verständnis von Führung, dienende Führung, im Amerikanischen Servant Leadership genannt. Das unterscheidet sich aber von dem, was ich und ein Kollege mit dienender Führung eigentlich mit im europäischen Verständnis von dienender Führung in die Welt setzen wollen, was eher an unsere Marktwirtschaft wieder an das Soziale erinnern sollen, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Führung und Wirtschaft sozial zu sein hat. Und das ist ja der Fokus von uns, von den meisten von uns. Soziales System, was ist der Gegenstand eines sozialen Systems? Das Soziale, was ist das Soziale, wo sich die Sozialwissenschaften darauf fokussieren? Und wir werden sehen, dass das der Ursprung der Psychologie ist, das Soziale. Okay, Aspekt, vielleicht komme ich zum Schluss zum Thema Burnout. Ich habe Burnout-Forschung gemacht und ein eigenes Forschungsprojekt aufgesetzt und die Frage gestellt, aus meiner Erfahrung mit Klienten, mit Patienten, die vorm Burnout standen oder nach dem Burnout bei mir in der Behandlung waren, der Artikel dazu erschienen ist, heißt, wozu Burnout? Also das Burnout-Geschehen ist ein sinnhaftes oder lässt sich als sinnhaftes Unternehmen verstehen. Da komme ich vielleicht zum Schluss drauf. Zunächst lade ich Sie ein zu dem kleinen Film. Sie sehen schon, worum es gehen soll. Schau auf die und deine Leid mit anderen Augen und hör auf deine Leid. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Darum geht es mir, die Grundkompetenz des Menschen wieder zu reaktivieren. Nämlich, dass wir alle unsere Perspektiven wechseln können. Und wenn Sie ein Drehen der Perspektive machen oder den Vordergrund vor den Hintergrund schieben, sehen Sie, was da steht. Weißt du, Bob, eines Tages werden die Leute zu spät schreien. Und dann werden wir alle sterben. Meine Damen und Herren, das ist das Thema Resonanz. Der Kollege Klein hat es vorhin angesprochen, was als Metapher gerade durch Hartmut Rosas dickes Buch wieder ins Bewusstsein gerufen worden ist. Der Systemtheoretiker, Systemtechniker sagt, Selbstsysteme steuern sich über Feedback, ja, über Selbststeuerung. Und ich habe das jetzt bewusst gewählt. Schau ist ja das optische Organ, was für uns sehr wichtig ist, das Sehen. Das Hören auch wichtig. Höre auf deine Leute. Führung heißt nämlich auch, auf die Leute, für die ich die Verantwortung habe, auf die zu hören. Also nicht nur auf sie zu schauen, sondern auch auf sie zu hören, die Feedback-Geschichten zu hören. Aber gut, das ist erstmal ein kleiner Film. Sehr schön, sehr gut gemachter Film. Von dem geht es jetzt weiter. Was ist Führung? Klassisches Modell. Ich habe hier aus der Zeitschrift Organisation Bild ausgewählt. Organisation, ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Ja, Sie sehen hier Manus, die Hand. Management kommt von Manus, Menagere. Da steckt die Hand drin. Später komme ich auf die unsichtbare Hand von Adam Smith. Sie sehen, die Geschäftsleitung hat alles im Griff. Ja? Sie sehen, das ist Führung nach dem alten Stil. Die Geschäftsleitung hat die Zügel in der Hand. Mitarbeiter, interessanterweise, kommen in dem Bild gar nicht vor. Ja. War offensichtlich nicht wichtig, vor gut 100 Jahren. Wenn, dann werden sie von oben geführt. Was ist Führung? Eine vorläufige Definition, wie sie in den Lehrbüchern steht. Ich habe sie ein bisschen präzisiert. Führung versucht im Rahmen einer asymmetrisch definierten sozialen Beziehung, andere Menschen so zu beeinflussen, dass das vorgegebene oder vereinbarte Ziel innerhalb der Organisation erreicht wird. Wichtig ist asymmetrisch, also ungleich, mit Symmetron heißt das griechische Maß, es wird mit ungleichem Maß gemessen. Dass das ein Stück weit perspektivisch zu verstehen ist, sehen Sie an dem kleinen Spiel, was ich mir erlaube, mit einem alten Bild von dem
Gestaltpsychologen Rubin. Wer ist oben, was ist unten, das hängt oft von der Perspektive ab. Wer steuert wen bzw. was, wer führt wen oder was, wenn es keine Maschine ist, ein Menschen. Hier, Sie sehen, die Hand habe ich ausgeblendet, hinterher hinkende Rationalität. Also, das ist die übliche Vorstellung von Führung. In der griechischen Rhetorik war die schon grundgelegt, so die Vorstellung. Und in vielen Management-Theorien wird das heute noch gelehrt. Ich nenne jetzt keine Namen, mit denen ich vor 30 Jahren schon massive Auseinandersetzungen hatte, wie mit Herrn Malik. Die Vorstellung, gib mir das Wissen in die Hand, dass ich die Mitarbeiter so führe, dass sie sich mit der Sache identifizieren und praktisch ihren Job machen, ohne dass sie merken, dass sie geführt werden. Das ist in dem Bild hier drin. Und das wusste Platon schon, Rationalität hinkt immer hinterher. Also wir sind ja gezwungen, unser Handeln immer zu begründen. Und da müssen wir natürlich rationale oder pseudorationale Gründe liefern. Ja? Cool, da wollte ich auch hin. Nicht wissen, die Marionette, das ist Thema. Wer steuert diese Marionette? Die hier sagt, rechts hoch, links runter, Haltung einnehmen. Das ist eine der Grundfragen der Philosophie und der Psychologie. Hier nur Beispiel, wer ist oben und unten, Führung wird das so definiert, eine Satire, das haben die, das Paul Klee, zwei Männer einander in höherer Stellung vermuten, begegnen sich, sie sehen Kaiser Franz Josef rechts, ist der rechts der Herr, und sie sehen, wenn ich vermute, dass der andere höher steht als ich, muss ich mich tiefer verneigen. Wenn das reziprok ist, wird das zum Paradox. In Japan ist es strikt reguliert bei der Begrüßung, wer muss sich tiefer verneigen. Japan ist ein streng hierarchisches System, das ist noch viel hierarchischer als bei uns. Es ist total durchdesignt. Wer, und Sie sehen das, bei uns wird es ein Händedruck und Armbewegung, da kann man genau darauf achten, wer sich als der Überlegene, der Führende zeigt. Aber Sie sehen, die bücken sich immer weiter, die beiden Herren, weil jeder muss den anderen beobachten und überlegt sich, ob er sich noch tiefer verbeugen muss. Das nur als kleine, das endlose Bücken unter den Hierarchen. Kann Führung als asymmetrische Sozialbeziehung verstanden werden? Natürlich nicht. Der unmögliche Kuss, oder es gilt die Regel, only two can play this game. Sie sehen, dieses Bild, da gibt es x Varianten, das ist das alte, 1895 in der Dissertation von Rubin publiziert. Sie sehen, je nachdem wie Sie drauf gucken, sehen Sie einfach mal, die Figur guckt nach oben, nach unten, die können sich nicht küssen, das Paar. Und darauf möchte ich hinaus, für Führen gilt dasselbe wie für Küssen. Führen kann man nicht alleine. Only two can play this game. Und damit fängt die ganze Problematik an. Was heißt da Führung? Da blicken wir zunächst in die Geschichte der Führungsphilosophie. Grundlagen systemischen Denkens im 6. Jahrhundert, der erste Systemtheoretiker war Heraklit. Ich möchte Ihnen nicht die ganzen griechischen Sachen ans Herz bringen, nur ein paar Flashlights. Zu Heraklit. Drei Aphorismen sind von ihm relevant, die ich hier zitieren möchte. Einen kennen Sie alle, alles fließt, Panterei. Damit ist gesagt, Wandel ist das Normale. Ja? Alles ändert sich, Stillstand ist erzwungen. So haben wir Familien beurteilt. Ich bin auch ehemaliger Familientherapeut. Wenn sich etwas nicht verändert hat in sozialen Beziehungen, dann fragen wir, wie tun die Beteiligten, wie verhindern die die Veränderung? Das wäre schon ein kleiner Gedanke. Ich frage dann immer, wie haben sie das geschafft? Ja? Oder wenn einer sein Problemmuster nicht aufgibt, und da sage ich, wie haben sie das geschafft? Das hat natürlich meistens gute Gründe. Also alles fließt, heißt nicht nur, alles ist permanenter Wandel. Üblicherweise wird es im Fluss dargestellt. Ich habe viele Bilder, das habe ich ausgeblendet. Der Fluss ist das übliche Beispiel. Ich steige niemals als derselbe in denselben Fluss. Ja, ich bin immer ständig ein anderer. Und übrigens, da ist eben auch drin, übrigens hat Heraklit diese
was Herr Herz gemacht hat, dieses Aufflammern. Feuer war die Grund, bei Heraklit, die Grundessenz, Feuer. Feuer, alles brennt, alles ist Veränderung. Also alles fließt, heißt eben auch unser Leben fließt so dahin. Wir sprechen vom Fluss des Lebens. Die Odyssee ist die wichtigste Daseinsmetapher des 20. Jahrhunderts. Ja, wir sind unterwegs. Weder am Ziel noch an der Abkunft, am Hafen, wo wir losgefahren sind. Jetzt der wichtigste, Ekibenesin Panta Diapaton. Kybernetik kennen Sie vielleicht, Norbert Wiener 1949. Eine wichtige Theorie entwickelt. Kybernetik oder Kybernetik. Kybernetes ist der Steuermann im Griechischen. Kybernetik über die Kontrolle von Mensch und Maschine. Und die haben natürlich das Militär, sind da bezahlt worden. Wie steuern sich Flugobjekte, sprich Raketen, ins Ziel, war die Frage. Wie können die sich selbst steuern? Da steckt jetzt Kybernetik drin. Und Heraklit sagt, Ekibernese panta diapaton, alles wird durch alles gesteuert. Also es gibt nichts, einen obersten Steuermann, der alles steuert. Und auf den, der nicht von den Gesteuerten zurückgesteuert wird. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele, ich will es dabei belassen. Ein anderer Punkt, ich habe mich selbst erforscht, es wird unterschiedlich übersetzt im Griechischen, ich habe mich selbst gesucht oder erforscht. Folgerung, alles ist stetiger Wandel, Werden und Vergehen lösen sich gegenseitig ab. Da ist die Idee des zyklischen Ablaufs. Ja? Das Leben ist ein zyklischer Verlauf des Kreises. Alles verhält sich zueinander und bestimmt sich wechselseitig. Das ist der Gedanke, Heterarchie hat ein Hirnforscher den Begriff erfunden. Hierarchie kennen Sie alle, die geheiligte Herrschaft. Sie haben den Papst erwähnt, die Katholiken haben den Vorteil, die haben einen Obersten, den haben die Protestanten, ich bin auch protestantisch sozialisiert und denke im Geiste Luthers. Und Heterarchie heißt eben nicht Hierarchie, sondern wechselseitige Steuerung. Ja, so hat man dann auch das Hirn, Vaughan McCulloch hat es formuliert, ein Hirnforscher, war auch Mitglied der Kybernetiker-Gruppe und der hat gesagt, im Grunde das Gehirn ist ein heterarchisches Organ. Man hatte damals die Vorstellung, es gibt ein Zentrum im Gehirn, was alles steuert. Heute wissen wir, Sie kennen alle, Konnektivismus ist angesprochen, das Hirn lässt sich allenfalls als Netzwerk verstehen. Und da ist unklar, welcher Punkt steuert wen. Ja, unser Darm, wissen wir, sind Myriaden von Nervenzellen. Wir sprechen von mehreren Gehirnen. Das Gehirn sitzt nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Leib über neuronale Vernetzung. Also Heterarchie. Und das heißt, wir fangen immer, ein System fängt immer mit 2 an, beziehungsweise mit der Verhältnisbestimmung zwischen 2. Hoppla. Oder ich sage immer, die systemische Arithmetik beginnt mit der Zahl 3, nämlich mit A, Non-A und dem dazwischen oder Ich und Ich 2 und dem Verhältnis der beiden. Und da ist die Idee, dass das Ich eine Einheit sein könnte, die war schon bei den alten Griechen völlig obsolet. Also wir gucken uns Dreiecksverhältnisse an. Weder ich noch die Welt haben zeitloses Sein. Suche, auch die Selbstsuche wird zum Bildungs- und Entwicklungsprozess. Ich möchte ja etwas über Selbstsorge, das ist das Thema. Schau auf dich und deine Leute. Es geht ja um das Thema Selbstsorge, deswegen bin ich beim Selbst. Die Selbstsuche, wer bin ich, was trägt mich, ist eine Bildungsidee. Und die steckt in der Selbstsorgeidee drin. Das heißt, das ist nicht, ich komme nicht irgendwann an. Das Ich, was ich sein möchte, bin ich noch nicht. Und das ist noch nicht in der Welt. Ja, das ist paradox. Mein Schlüssel, den ich verloren habe, der ist in der Welt. Den kann ich finden, der schließt mir die Tür zu meiner Haustür auf. Mein Ich ist ein ewiger Suchprozess.
nicht nur ein Suchprozess, es ist auch ein Schöpfungsprozess. Das ist ganz entscheidend. Und das gilt natürlich auch für mich als Führungskraft. Ich leite seit vielen Jahren verschiedene Unternehmen. Für das gilt es auch. Ich wollte Ihnen nur die Grundlagen in der antiken Philosophie hier vor Augen führen. Platons Führungspsychologie, die Anthropologie stellt die Frage, was ist der Mensch? Was ist die Seele? Was ist der Leib? Was steuert den Körper? Wie kann der Mensch zur Erkenntnis kommen? Und so weiter. Zur Zeit von Sokrates war ein Spruch am Apollontempel. Ich war schon da in Delphi, aber der Spruch ist natürlich leider nicht mehr da. Es sind nur noch ein paar Säulen, die da stehen. Ein Spruch berühmt, den kennen Sie alle. Erkenne dich selbst. Und damals, erkenne dich selbst und nichts im Übermaß. Da ist die Idee, die Aristoteles ausgebaut hat, nach der Revolution von Platon, Maß und Mitte wieder zu suchen. Dass die Extreme die Probleme schaffen. Erkenne dich selbst. Und natürlich war das die eine Interpretation, und es gibt eine 2600 Jahre alte Interpretation dieses Satzes, war aber zu Sokrates Zeiten damals schon total in der Debatte. Sokrates kommt in verschiedenen Dialogen, spricht er das Thema an. Sie sehen, da ist das drin, alles ist vergänglich, alles fließt, wir werden alle vergehen. Das Thema, die Ars Moriendi, die Sterbekunst ist da angesprochen, ne? Also wenn du in den Tempel eintrittst, Apollon, mach dir bewusst, du bist ein Sterblicher. Die Götter sind unsterblich. Das ist damals war das völlig klar. Musste man sich immer bewusst werden. Das ist die Krankheit unserer Zeit. Das nur am Rande. Wir schließen aus Krankheit als Vorbote von Sterblichkeit. Ja? Forever young ist die Devise. Und die Designs des Körpers, alles, Falten werden wegoperiert und all das, dieser Jugendlichkeitswahn, der hängt mit einer Verleugnung des Todes zusammen. Und wer sich das hat mich beeindruckt, der Kollege Herz ist ein wunderbarer Balancekünstler. Wer dem Tod in die Augen sieht, der weiß, was das Leben wert ist. Ja? Also das war die ursprüngliche Interpretation am Anfang und das hat sich aber in der Antike weitergeleitet. Ich habe das noch mit dem anderen Satz nebendran von Pindar, der etwa um die gleiche Zeit publiziert worden ist als Lobgesang auf einen Heerführer. Werde der du bist, und wenn Sie sich das vergegenwärtigen, da ist genau das drin, was ich meine, werde der du bist. Also erst in der Zukunft werde ich der ich schon bin. Da haben Sie auch diese Kreisbewegung drin. Das sind wunderbare, wunderbare Gedankengänge, relativ jung, 2600, 700 Jahre alt. Also werde der du bist, auch da ist die Idee drin. Ich muss mich mit dem, und die müsste man den ganzen Rechtsradikalen, diesen Rassisten und xenophoben Menschen mal vorsagen. Werde der du bist heißt eben, jeder von uns kennt das, dass wir bestimmte Dinge, Aspekte unseres Aussehens oder unserer mentalen Ausstattung nicht akzeptieren, nicht annehmen. Werde der du bist heißt, ich muss das erst noch annehmen, dass mir meine Figur nicht gefällt, meine Haarfarbe oder meine Glatze oder all das habe ich mich selber nicht entschieden. Ich habe mich nicht entschieden, will ich diese Hautfarbe haben, will ich in dieses Milieu hineingeboren werden. Über all diese Dinge, deswegen hat man das ja auch genannt, Geworfenheit, Kierkegaard, Heidegger hat es dann ausgebaut. Wir sind geworfen, wir haben uns nicht entschieden, dieses Leben, was uns der liebe Gott, je nach Einstellung, oder die Evolution oder Papa und Mama geschenkt haben. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber wir haben ein Leben lang Zeit, das zu unserem Leben zu machen. Ihr müsst die Regisseure eures Lebens werden. Devise von Nietzsche. Und als Regisseur bin ich aber nicht nur auf dem Regiesessel, sondern ich bin auch auf der Bühne, um mein Leben zu führen. Und das ist die Problematik, wie kann ich das immer machen? Also, hier nur Memento Mori, gestern aus der Süddeutschen heraus kopiert. Sie sehen Living Funeral. Sie sehen auch in Japan diese Vergessenheit der eigenen Sterblichkeit.
Die üben, legen sich in den Sarg hier, um die eigene Beerdigung zu simulieren. Wozu? Natürlich, um das Bewusstsein zu schärfen. Es gibt auch inzwischen Apps, die sie sich relativ preiswert abonnieren können. Da beamt jeden Tag ein Satz hoch, der sie erinnert daran, dass sie sterben werden. Manchen tut es gut. Also das ist die konservative Weise, die modern ist mit dem App. Gut, Platons andere Theorie der Führung. Platon hat dem Spruch "Erkenne dich selbst" eine wirkungsmächtige individualpsychologische Deutung gegeben. Und zwar die Selbstbeziehung, die jeder zu sich hat. Jeder von uns hat eine Beziehung zu sich selber. Die rückt in den Fokus des Erkenntnis und Sozial- und Erkenntnis- und Gestaltungsinteresses. Wer bin ich? Was regiert mich? Was führt mich? Ja, die Griechen hatten ja die Unterscheidung hier, die Affekte, die Saiten, wie Platon das nannte. Die Gefühle waren die Saiten, die die Marionette steuern. Und es soll eigentlich die Vernunft uns selber steuern. Daraus resultiert aber eine andere Führungstheorie. Das habe ich hier angemalt. Ich und ich, das führe ich nicht aus. Diese modernen Sachen, die Sie vor Jahren, diese zum Teil schrecklichen Bücher von Herrn Precht vermarktet haben, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Schon in De Anima von Aristoteles steht drin, Platon kritisierend, es gibt nicht nur drei Seelenteile, sondern unendlich viele. Ja, und das ist in der romantischen Literatur im 19. Jahrhundert, wenn man E.T.A. Hoffmann liest, Schlegelbrüder, da waren schon ganz viele, da war schon ein inneres Getümmel in uns drin. Und die Frage ist immer, wer regiert, wer ist der Dirigent in uns drin, wer ist der Coach oder der, wie auch immer wir das nennen. Jedenfalls sind ganze Mannschaften in unserem Kopf drin. Und das wussten die Griechen schon, das war ja vor 3000 Jahren nicht anders. Wieso sollte das anders gewesen sein? Die sind genauso gestorben, die haben wie wir heute, das wird sich ja nie ändern, und die sind genauso vor der Problem gestanden, wie gehe ich mit Krankheit, wie gehe ich mit Tod um, was ist Liebe, all diese Themen sind ja gleich geblieben. Da nützen uns die neuen Medien gar nichts. Das ist alles, ja, die existenziellen Probleme von uns als Menschen sind gleich, ändern sich nicht, auch wenn wir 10 Jahre längere Lebenserwartung haben. Also andere, was führt mich? Die Seele nennt er die Psyche. Die Psyche ist die Seele, ist das, was den Leib regiert. Und die Psyche gilt eben schon als System interagierender Teile. Platon sagt drei, eben die Affekte, das Thymon, das Mittlere. Also Freud hat es dann in die drei Ebenen gebracht. Das steht bei Platon, nur heißt es da Vernunft, Logiskon, Allogiston. Allogistokon und das Thymon, das Mittlere. Freud hat, Sie kennen das alle, das Über-Ich, das Ich und das Es. Das ist letztlich ganz analog zu Platon. Die Seele ist oberstes Erkenntnisorgan und sie soll führen und sie soll natürlich mit Vernunft, mit Ethik führen. Platon, Sokrates war der erste Tugendlehrer, war letztlich der Erfinder der Ethik. Vorher gab es das nicht. Das ist Platon. Und wenn Sie sich mal überlegen, fast alle, durchgängig alle Werke, die wir von Platon und Sokrates, hat nichts schriftlich hinterlassen. Sein Schüler Platon hat das alles notiert. Und er hat ein literarisches Genre, was damals schon üblich war, aber ein literarisches Genre uns hinterlassen, was im Grunde allein die Form uns heute daran erinnern sollten, wohin die Reise gehen müsste, viel stärker, nämlich den Dialog. Das sind alles Dialoge. Wieso hat er, natürlich ganz, ist völlig klar, historisch verständlich, warum er den Dialog als literarische Form gewählt hat, um diese Inhalte, die Philosophie zu vermitteln. Also, es gibt einen berühmten Dialog, Alcibiades, wo es um Führung geht. Alcibiades war damals 19 Jahre alt, soweit es die historischen Rekonstruktionen genau zulassen, und Sokrates war etwa 50, er gesteht ihm seine Liebe, sagt ihm aber zugleich, er mit seinen 19 Jahren hätte der Höhepunkt seiner Schönheit schon längst überschritten. Gut, die hatten die Knabenliebe, war das hochgehalten. Also,
Platon definiert die Seele als das Selbst und die Kunst, die Griechen sagten Techne zur Kunst, die Kunst der Selbstsorge findet im Streben nach Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung ihre Praxis. Das heißt, ich muss mich, weil ich mich noch nicht kenne, muss ich mich selbst erfahren. Und dazu hatten die Selbstsorgepraktiken entwickelt. Lieber heute Foucault hat die in vielen Jahrzehnten wieder alle restauriert und aus der Vergangenheit rausgeholt. Also die Philosophie war damals schon höchst praktisch. Und diese Selbstsorge besteht aus zwei Elementen, der nach Wissen in der Selbstbeziehung, in meinem Selbstverhältnis strebende Seelsorge, wer bin ich, was ist meine Natur, und zweitens der praktischen Sorge um das Selbst in der Übung. Sie hatten ja, Askesis hieß die Übung, das ist dann verkürzt durch die Askese, ist die Entsagung und so, das ist die Steigung. Aber da in diesem Zusammenhang war das die Übung, dass man täglich bestimmte Übungen gemacht hat. Ja? Das hat dazugehört. Und das Problem, ich weise hier nochmal darauf hin, um für sich selber zu sorgen, muss man wissen, wer der ist, der mit der ersten Person Singularis auf sich Bezug nimmt. Was dieses ominöse Ich ist, was das braucht, um bei sich zu sein. Genau das kann man über Selbstsorgepraktiken erkennen und herausfinden. Platon macht in diesem Alkibiatest eine wunderbare Analogie auf, die eigentlich das abendländische Denken sehr grundlegend geprägt hat. Er zeigt dem führend wollenden zukünftigen Heerführer, der tatsächlich auch ein großer Heerführer wurde, Alkibiades, das ist historisch sicher überliefert. Er sagt ihm, du willst Führer werden und sagt, du bist ja noch nicht mal in der Lage, dich selbst zu führen. Und daraus ist abzuleiten, das macht er wunderbar, um andere führen zu können, muss ich als erstes mich selber führen können. Und da muss ich mich bei mir selber auskennen. Was trägt mich, was möchte ich, was sind meine Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, all das, was uns halb bewusst ist, was uns bewusst ist und so weiter. Und er hat den wunderbaren Gedanken, der ist einfach, wenn man das liest, ich bin da immer, wenn ich diese alten Sachen lese, wie berauscht davon. Es ist einfach wunderbar, wo er im Grunde sagt, okay, das, bei den Griechen war die Optik die zentrale Metaphorik, alle Erkenntnisbegriffe sind mit optischen Metaphern infiziert. Und er sagt, okay, das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan. Wenn du dich selber sehen willst, sagt er, keiner von uns kann sich selbst sehen ganz. Von Ernst Mach gibt es ein schönes Bild, wo Ernst Mach genau den Blick, dass wir nur das da sehen von uns, also weil wir keine modernen Hilfsmittel haben, die Griechen kannten aber schon den Spiegel. Ja? Und er sagte, Herr Herz hat mir ja schon eine Vorlage geliefert, er bringt da die Spiegelmetapher ein. Er sagt zu ihm, wenn du dich selber erkennen willst, brauchst du einen Spiegel. Der artige Algebierte sagt, ja, selbstverständlich, mein Meister, so etwa. Ja, okay, ich brauche einen Spiegel. Und dann stellt Sokrates die Frage, was könnte denn ein besserer Spiegel sein als das Auge eines anderen? Und daraus ist eine ganze Tradition geworden in der Kommunikationspsychologie, in der Kognitionspsychologie. Ich erinnere nur an Martin Buber oder an die Kommunitarier, die haben das bekannt gemacht. Und das ist der grundlegende Gedanke der abendländischen Erkenntnistheorie. Um mich selber zu erkennen, brauche ich ein anderes Du. Ja? Und da sehen Sie auch, dass alles dieses Selbste, wenn wir von uns selbst sprechen, dass das von Grund auf sozial geprägt ist. Nämlich durch die Beziehung des anderen. Welchem Du schaue ich in die Augen? Ja? Also im Blick des anderen erkenne ich mich selber, im besten Falle. Und die Pupilla ist das Püppchen, was ich sehe, wenn ich dem anderen in die Pupille schaue. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie weit ich mit den Folien bin.
Führen setzt die Selbstführung voraus, muss erlernt werden. Wer andere führen will, muss sich selber führen können. Selbstführung funktioniert prinzipiell ebenso wie die Führung von anderen. Dass es dazu zu Paradoxien kommt, ist klar, und zu Problemen. Hier ein altes Bild, da heißt es in Lateinisch Nesce se ipsum, erkenne dich selbst. Da oben sehen Sie es rechts, auf Lateinisch. Und da sehen Sie plötzlich diesen anderen grundlegenden Gedankengang, den Sie als Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie irgendwelche Form von Beratung machen, auf dem unser ganzes Mundwerk oder Handwerk fußt. Nämlich, dass das Selbst immer ein Doppelleben führt. Ja? Ich kann mich als mein eigenes Objekt betrachten. Und Sie sehen, genau deswegen hat der Storch zwei Köpfe. Ich kann, und die Griechen nannten das übrigens, Sie kennen alle das Wörtchen Ekstasis. Ekstasis, das heißt, kann man auch übersetzen als heraustreten aus dem Gefängnis des Körpers beispielsweise, heraustreten aus mir selber. Ich kann aus mir selbst heraustreten und mich zum Gegenstand der Betrachtung machen. Ich kann selber mich beobachten. Ja? Und das ist die Grundkompetenz, die wichtigste Kulturtechnik. Diesem Spiegel ja drin. Tiere können, es gibt Spiegelphasen, es gibt ein paar Tiere, die sich, inzwischen wissen wir, dass es auch Rabenvögel sind. Früher dachte man, es gibt nur ein paar Schimpansen, die sich im Spiegel als sich selber erkennen können. Heute wissen wir, dass das auch, es gibt viele, seit 15 Jahren macht man Spiegelexperimente in der Tierpsychologie, um zu gucken, kann ein Tier sich als, oder das Bild von sich mit sich identifizieren, darum geht es ja. Aber das ist die Grundkompetenz, dass wir hinter uns treten können und uns mit anderen Augen sehen können. Anderes Wort dafür ist die Außenperspektive. Das ist das, was Sie in dem Film hatten. Der Pilot, der blinde Pilot, der vorne steuert, der muss sozusagen, der muss das Geschehen aus den Augen von anderen sehen können, beziehungsweise hier in dem Fall hören können. Wenn er feedbackdicht wäre, könnte er nicht steuern. Ja? Das heißt, ich muss dran denken, da hinten, der Blinde denkt, die anderen können sehen. Und das ist diese Distanznahme von sich selber. Distatio heißt im Griechischen, zwei Orte einnehmen können. Zwei steht da drin. Da steckt ein Zweifel drin. Der Mensch kann zwei Orte einnehmen. Und die wichtigste, wer von Ihnen Seefahrer ist, kennt vielleicht ein paar Navigationssysteme. Der Sextant ist ein einfacher Winkelmesser, aber was kann man der misst den Abstand, wie viel Grad der Fixstern von der Meeresoberfläche ist, ja, ganz banal gesagt. Aber mit der Landkarte, die ich habe, mit der Seekarte, kann ich meine Position bestimmen. Und ich kann meine Position nur bestimmen. Das meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Und genau das mache ich in all meinen Therapien, in all meinen Coachings. Ich kann meine Position nur bestimmen, wenn ich sie verlassen kann. Und dazu muss diese Selbstdistanznahme stattfinden können. Dazu muss ich die Fähigkeit haben, meine Mitarbeiter zu fragen, wie sehen Sie das, wie läuft denn der Laden? Ja, was kann aus Ihrer Sicht besser gemacht werden? Was läuft denn hier schief? Und all das. Das setzt diese wichtigste Kulturtechnik, man kann die auch Reflexion nennen, das ist die wichtigste Kulturtechnik, die wir haben. Und die sollten wir viel häufiger einsetzen. Schlussfolgerung, das Selbst kommt nicht durch Selbstreflexion alleine zustande, sondern durch kommunikative Reflexion mit einem anderen Du. Das heißt, unser Selbst ist von Grunde auf ein soziales Selbst. Ich habe viel Sprachphilosophie und Sprachpsychologie beforscht. Ich habe Schizophrenieforschung gemacht, viele Jahre, und habe beforscht, wann lernen Kinder die erste Persona Singularis sprechen und wie lernen sie das. Das ist ein höchst interessantes Feld, weil das war der Ausgangspunkt von Schizo, weil Schizophrene im klassischen Muster sprechen sich selber als er an. Sagen nicht ich will, sondern er will. Und da ist was durcheinander geraten. Deswegen
lege hier Wert drauf, dass unser Selbst eben nicht durch Kommunikation mit uns selber, weil wir lernen schon die Sprache unserer Eltern. Insofern sind wir schon, allein die Sprache ist ein soziales Produkt. Eine Individualsprache ist, eine Privatsprache ist nicht denkbar, wie uns der wichtigste österreichische Philosoph, das vielleicht seit den letzten Jahrhunderten, ist Ludwig Wittgenstein, und der hat das in den kleinen Facetten wunderbar gezeigt. Also, die Seele ist bei Platon schon ein Balanceorgan. Die Psyche ist, oder ein anderes, sind alles Bilder von Platon. Das ist ein Forum des inneren Dialoges, kann man sagen. Das Gespräch der Seele mit sich. Wir führen Selbstgespräche. Und da ist ja die Frage, wie führen Sie diese Selbstgespräche? Ich habe Leute, Hochleistungsmenschen in der Top-Etagen der Wirtschaft, die gehen abends so ins Bett und dann vergewissern sich nochmal, was ihnen alles nicht gelungen ist. So nach dem Motto, auf dem Fitnessparcours der Selbstoptimierung vom Kapitalismus, was hast du alles nicht richtig gemacht und so weiter und so weiter. Also, das ist die beste Gelegenheit, nicht einzuschlafen. Ja? Schon jede kluge Mutter weiß, abends, wenn sie das Kind ins Bett bringt, um diese Selbstgespräche mit dem Kind nochmal zu befeuern, das Kind zu fragen, was hast du heute an deinem Tag Schönes erlebt? Ja? Also Sie können bei sich ja mal nachgucken, ob Sie mit sich selber wertschätzende Selbstgespräche führen. Wir sind Instrumente, die sich selber stimmen können. Und Sie können sich immer fragen, wie stimmen Sie sich? Welche Tonart schlagen Sie lieber an? Dur oder Moll oder die vielen Untertonarten? Das ist ein Stück weit selbst erzeugt. Durch all dem, was da oben im Oberstübchen stattfindet. Ja? Also ich habe es hier versucht zu animieren, oder ich habe sogar die Bildmarke da drauf, das ist auf meinem jüngsten Buch auch drauf, Sie sehen es, das Mi kippt ins Wie und dann wird es anders. Das Mi braucht das Wie, das Du, das Wie steht jetzt hier erstmal, das lässt sich im Englischen halt so schön machen, im Deutschen nicht, deswegen habe ich das Englische gewählt, Mi und Wie. Wie spiegelt sich im Mi und Wie im Mi? Also deswegen, ich erkenne mich im Anderen und das verändert mich. Das ist hier in dieser kleinen Animation drin. Hier habe ich es wechselseitig gemacht, das ist die Heidelberger Brücke. Ich habe diese Skulpturen auch in der entsprechenden Größe. Sie sehen, das Wie braucht das Mi. Also, und das ist, darauf möchte ich hinaus, the Mi needs the We to be. Das Ich braucht den anderen, das größere Ganze, um Ich sein zu werden. Aber auch das Ganze, wenn Sie das Wie jetzt nehmen fürs Kollektiv, ich komme nachher noch drauf, für das größere Ganze, das braucht auch starke Mies. Also nicht entweder oder, nicht radikale Egozentriker. Und so genau hat es auch Platon in dem Alkibia des Dialog formuliert. Nochmal zurück. Hier habe ich es versucht anzumalen. Die Selbstsorge geht vor, meine Damen und Herren. Es ist auch für jeden, der von Ihnen selbst, die Selbstständigen unter Ihnen wissen das, wie schwierig das ist. Weil man ist ja immer der Pflicht, die Aufträge abzuarbeiten und die tollen neuen Aufträge, die man kriegt. Da kann man ja nicht sagen, nein, ich muss jetzt zum Sport gehen. Ja? Die Gefahr, sich von diesen Aufträgen zufluten zu lassen als Freiberufler, ist ja extrem. Deswegen sind die Hochleistungsmotivierten auch stärker Burnout gefährdet. Also in dem Dialog Alcibiades sagt Platon, macht das sowohl als auch auf. Also derjenige, der Heerführer werden will, der eine großes Heer oder eine große Mannschaft, großes Unternehmen führen will, der muss sich selber führen und er muss sich für sich selber sorgen, um sich selber kümmern. Und das sich um sich selber kümmern, das steht, ich habe die Zitate weggelassen, das heißt nicht, sich um das Geld und den Reichtum zu kümmern, um die eigene Seele soll er sich kümmern. Und wenn die Seele gut da ist, dann ist es eben auch gut für die Organisation und für das Gemeinwesen. Das ist nicht entweder oder. Und darauf möchte ich hinaus. Weg von dem entweder oder, radikale Egoismus, der gierfreien Lauf lassen. Und Hauptsache, ich verdiene, ja, ich bin abhängig. In vielerlei Hinsicht bin ich abhängig von anderen.
Und sofern ich das größere Ganze pflege und kultiviere, tue ich auch für mich selber was. Und wenn ich für mich selber was tue, tue ich auch für das Ganze was. Jeder von Ihnen ist sicher schon geflogen. Und Sie brauchen nur zu betrachten, wenn die Stewardess diese mehr oder minder skurrilen Einführung macht, was passiert, wenn der Druck abfällt. Ja? Und was, der Druck fällt ab und dann fallen die Atemmasken raus. Was sagt die Stewardess? Ja, und das ist genau der Punkt. Nehmen Sie erst, bevor Sie dem älteren Menschen oder dem Kind, der neben Ihnen sitzt, die Maske aufsetzen, erst sich selber die Maske aufsetzen. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Und das hat Platon gelehrt. Ich kann, wenn ich selber stark und kräftig bin, jede Mutter weiß das, und in allen Rollen sind wir in unterschiedlichen Dilemmata drin. Ja, die Mutter, die sich um die Kinder kümmert, oder um den Mann oder um die kranke Mutter oder was auch immer. Ja? Und da geht ja die Sorge um das andere, geht ja meistens vor, zum Nachteil der Selbstsorge, bis es dann kippt. Das ist ein Muster von Burnout. Ja? Dass diejenigen, die in den Burnout geraten, zu lange nicht Nein gesagt haben zu den Anforderungen von außen an sie selber. Ja? Die sagen eher Nein zu den eigenen Bedürfnissen. Und das muss gedreht werden. Ich muss Nein sagen können zu den Bedürfnissen, die andere an mich herantragen, weil ich auch nicht grenzenlose Ressourcen habe. Ja? Aber das muss man lernen. Das ist je nach sozialer Umwelt extrem schwierig, Nein sagen zu können. Ja, und irgendwann mal sagt der Körper an unserer Stelle, an der Stelle unseres Geistes Nein. Also, das beruht auf der... Jetzt mache ich Tempo. Moment. Ich wollte ja noch ein paar Pausen einbauen zwischendrin zur Reflexion, aber die Zeit rast ja davon. Also, soziale Drama des Führens, nur nochmal auf Führung, ich wollte ja über Führung hauptsächlich sprechen. Ich habe 15 Jahre in der Tanzgruppe getanzt, deswegen habe ich immer Metaphern aus dem Tanzen gewählt. Da sage ich gleich dazu was. Die wichtigste Metapher ist ein Gedankenexperiment von Hegel. Und Sie wissen, Philosophen machen keine empirischen Experimente, sie machen immer Gedankenexperimente. Und ich mache mit meinen Klienten auch immer und mit mir selber Gedankenexperimente. Was lernt man über Gedankenexperimente kennen? Was kommt heraus? Wie wir denken? Mehr nicht, aber bei uns bezüglich ist es sehr, für uns selber ist es sehr, sehr wichtig, mal solche Gedankenexperimente zu machen. Und eines der wichtigsten Gedankenexperimente der Philosophiegeschichte stammt von Hegel, vor gut 200 Jahre her. Hintergrund war, nur damit Sie wissen, das hängt sehr zusammen mit unserem Verständnis von Kapitalismus und der Freisetzung vom Kapitalismus. Hintergrund war, Hobbes im 17. Jahrhundert hat gesagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Homo hominus lupus. Also müssen wir einen Staat gründen, der diese Gewaltbereitschaft, und weil jeder ein Egoist ist und sich durchsetzt, müssen wir dem Wölfischen, dem Menschen, den egoistischen Motiven Grenzen setzen und Gewalt an den Staat delegieren. Das ist die Vertragstheorie der Gesellschaft. Gesellschaft kommt über Vertrag zustande. Ja, unendlich viele kleine, einzelne Atome, er baut Gesellschaft atomistisch auf. Und das ist natürlich ein Aberwitz, das ist logisch Unsinn. Und das hat Hegel wunderbar gebrandmarkt. Und da sind wir wieder bei den Dreien, bei der systemischen Arithmetik, die mit 3 anfängt. Das Gedankenexperiment geht so, er sagt, stell dir einen Kampf um Leben und Tod vor. Hintergrund ist Selbstbewusstsein. Die Frage, wie haben wir ein Bewusstsein unserer selbst? Und es begegnen sich 2. Ein Kampf um Leben und Tod. Jeder will Herr sein, keiner will Knecht sein. Ja? Und jetzt ist die Frage, wenn ich Herr sein möchte und töte den anderen, was ist ein Herr, der kein Knecht hat? Und was ist ein Knecht ohne Herr? Also, ich will es kurz machen, die Gedankenkrümmungen an dieser Stelle sind berühmt und auch einerseits interessant, aber muss man langsam drüber nachdenken. Das heißt, ich brauche, und das will ich auf Führung übertragen, damit ich kann den anderen, wenn ich ihn führen will, bin ich von der Anerkennung des anderen abhängig.
Und damit sind wir beim wichtigsten Begehren des Menschen und auch bei der Gier, nämlich bei dem Begehren nach Anerkennung. Wir brauchen die Anerkennung von anderen. Und in Organisationen ist häufig die Währung, in der Anerkennung verrechnet wird, nur Geld. Und oft geht es um ganz andere Dinge als Geld von Mitarbeitern. Ja? Also, der Herr braucht die Anerkennung des Knechtes, des Geführten, und die kann er nicht erzwingen. Das ist der Kollege, der Evangelist, hätte ich beinahe gesagt, der Protestant. Der Protestant ist gegangen. Das ist die innere Freiheit eines Christenmenschen. Die können mich zwingen, können sagen, sag, dass du mich gut findest, sonst schieße ich dir eine Kugel in den Kopf. Na, ich finde dich gut und innerlich mache ich diesen hier. Und das, was wir wollen mit der Anerkennung, ist nämlich genau dieses Glaubwürdige, Authentische. Ja? Und davon bin ich abhängig und das gilt für jede Führung. Ich als Führungskraft bin immer abhängig von meinen Mitarbeitern anerkannt zu werden. Und mit Druck und Angst kriege ich keine echte Anerkennung. Da kriege ich das Gegenteil. Aber das sind so Dynamiken, die existieren. Damit bin ich beim zweiten Beispiel. Führen als Tanz. Führen ist für mich eher wie beim Tanzen. Hier in westlichen Regionen heißt es ja, der Mann führt. Ja? Okay, aber der Mann kann nicht führen, besonders wenn er mit der Lehrerin verheiratet ist, wie ich, wenn sie ihn nicht lässt. Das heißt, führen ist auch da. Der Führen ist abhängig vom anderen, dass er ihn führen lässt. Das ist ganz banal. Und führen besteht nicht darin, zu sagen, dass man führt, sondern zu führen, die Führungssignale zu geben und entsprechend, wie man das, ich will es nicht vormachen, wie man mit dem Körper, welche Führungsinstrumente man hat beim Tanzen. Und das ist wechselseitig. Ja? Ich kann nicht meinen Partner wie eine Marionette nehmen. Ja? Das gibt kein, ja? Da ist ein lebendes Wesen, was auch auf mich Einfluss aufwirkt. Heterarchie, wechselseitige Bestimmung. Ja? Und es kann nur gelingen, dass ein Außentritter sagt, das ist ja ein wunderbarer Tanz. Es ist ein ästhetisches Gelungen, wenn eben der Führende Taktgefühl hat, Rhythmusgefühl, ins Gefühl, was kann der andere tanzen, was kann ich führen, was kann ich nicht führen. Und der andere sich in den Dienst des Führenden stellt, weil er ihm zutraut, weil er glaubwürdig ist und weil er Vorbild ist. All das ist eher, Führen ist eher ein Tanz als eben so ein Dominanzgehabe. Also Führung ist nicht mittels linear-kausaler Prozess, wo der Führende den Geführten führt, sondern ist Begegnung, Dialog zweier autonomer Subjekte oder Personen, in dem der Führende auch von dem Führenden von dem Geführten geführt wird. Ich bin in vielen Organisationen tätig auf der Top-Etage. Ich mache Teamcoach mit ganzen Vorständen. Und wenn ich immer merke, was die mittlere Ebene nach oben kommuniziert und was nicht, ja, wie die führen von oben und die merken gar nicht, die sitzen da, die Alpha-Tiere rum und glauben, sie hätten das alles in der Hand. Dabei werden die subtil von unten, welche Infos kriegen die, welche kriegen sie nicht und so weiter. Wir sollten uns verabschieden von dem Glauben, dass Führung so ein einseitiger Prozess ist, dass ich wie eine Marionette, die ich halt natürlich künstlich gut führen kann, aber da ist ein lebendes Wesen, was eigene Kompetenzen, Ressourcen und Fähigkeiten hat, die es zu entwickeln gilt. Das ist ein rekursiver Prozess. Ach, ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Sorry, Moment, ich komme gleich zum... Also hier Führung als soziales System, also der Führende wirkt auf den Geführten und der wirkt auch auf den. Wir haben zwei Subjekte, die sich jeweils, das ist nochmal das Thema, die sich nochmal selbst zu führen haben. Wenn Sie jetzt an den größten Führer in Anführungszeichen, wir haben ja mit Führer Schwierigkeiten im deutsch-österreichischen Raum, die Leader, sag ich, geht uns leichter von den Lippen, die Leader der westlichen Welt, denken Sie denn wie unser Herr Trump? Glauben Sie, der kann sich selber führen? Mitnichten. Ist eine einzige Krankheit. Ja, ja, es ist unglaublich. Ist der genialste und größte Leader aller Zeiten. Ne? Der hätte mal bei Sokrates in die Lehre gehen sollen.
Ja. Also, nur der Gemeinsinn, noch ein Gedanke. Früher hieß der Gemeinsinn, ich habe ja gesagt, der ist heute zum Teil verloren gegangen. Und auch da hat Kant ein schönes Bild gegeben im Lateinischen Sensus Communis. Unter dem Sensus Communis aber muss man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, eines Beurteilungsvermögens verstehen, welchen seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jedes anderen in Gedanken Rücksicht nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen, welche leicht für objektiv gehalten werden könnten, auf das Urteil nachhaltigen Einfluss haben würde. Das heißt, er hat die Vorstellung, dass Kollektiv, die Gemeinschaft, es gibt ein Beurteilungsvermögen jenseits meiner beschränkten Vernunft. Und da sind wir wieder beim Größeren, beim Anderen. Also das Individuum, das Mi, kann eben auch sich in die Position des Mi oder kann es befragen. Ich kann ja meine Mitarbeiter fragen, wie läuft denn das so, wie seht ihr das, was mache ich hier falsch? All das kann ich fragen, wenn ich den Mumm und die Werf habe, mich da vorne hinzustellen und sage, ich möchte aber keinen, ich bin zwar auch narzisstisch, aber so narzisstisch bin ich nicht, dass ich lauter Lügen um die Ohren gehauen haben möchte. Ja, ich möchte ein echtes Feedback, all das kann man machen. Also hier, wir haben der Gemeinsinn, das hat er als Sinnesorgan. Jenseits meines Sinnesorganes gibt es eben auch andere Sinnesorgane und die sind wichtig zu berücksichtigen. Also, das lasse ich mal weg. Sie ist sogar animiert. Denken Sie daran, im asiatischen Bereich, die asiatischen Sprachen haben keine erste Person Singularis. Die sind viel eher kollektiver organisiert. Wenn man das auf einer Skala macht, hier egozentriert und kollektiv zentriert, ich und wir, dann sind die indoeuropäischen, im indoeuropäischen Sprachen gibt es die erste Person Singularis, dieses geheimnisvolle Wort, was nicht vergleichbar ist mit allen anderen. Da gibt es sowas, ein Ich, und die Vorstellung ist natürlich, durch diese grammatikalische Konstruktion hat es in der Philosophiegeschichte und der Psychologie eingeschlichen, es gibt so ein Etwas, was immer gleich ist. Siebte Substanz des Ich, ja, was natürlich eine Illusion ist. Und bei den Asiaten ist es viel eher kollektiv, die sind viel eher am Kollektiv orientiert. Ja. Und bei uns ist es durch den Liberalismus, die Freisetzung des Individualismus die letzten 200 Jahre ziemlich radikal geworden. Hier der Geist des Kapitalismus, das ist wichtig zu verstehen, wenn Sie die ganzen Debatten um den Neoliberalismus heute sehen. Ich habe vor 30 Jahren darüber geschrieben, heute vor 30 Jahren einen Vortrag gehalten vor Top-Managern über Selbstorganisation in Unternehmen. Da habe ich eben auch den Montville erwähnt, niederländischer Arzt und Sozialtheoretiker, der in England gelebt hat. Der hat die klassische Ethik auf den Kopf gestellt. Damals hieß es im 16., 17., von den Griechen her, eine Handlung ist dann gut, wenn sie gut motiviert ist. Sie kennen die Prinzipienethik, die Güte einer Handlung hängt an dem Prinzip, kategorisch, imperativ und so weiter. Ja? Egal, unabhängig von den Folgen. Ja? Das ist an Prinzipien, an Motive. Ja? Und damals hat man gesagt, die guten Ergebnisse sind auf gute Ergebnisse können nur gut sein, wenn sie auf guten Motiven bestehen. Montville hat das in seiner Bienenfabel auf den Kopf gestellt. Eine Passage daraus: der Allerschlimmste, der Allerschlechteste sogar fürs Allgemeinwohl tätig war. Es sind Versen geschrieben und er hat im Grunde das umgedreht, hat gesagt, es sind die Untugenden sind es, die uns weiterbringen in der Gesellschaft, nicht die Tugenden. Was natürlich erschütternd war damals. Aber es ist gelandet, nicht nur bei Karl Marx, Goethe, begeisterter Leser, nicht nur von Adam Smith, komme ich gleich drauf, sondern auch natürlich von Montville. In Goethes Faust ist Montville ein Denkmal gesetzt. Es ist der Geist, der stets verneint, der das Böse will und das Gute schafft. Das ist Montville. Also das war totale Irritation. Und das haben die Nationalökonomen um Ferguson, Smith freigesetzt. Damals hieß die Untugenden Habgier, ja, beispielsweise, waren Untugenden, die musste man sich abgewöhnen. Und plötzlich hat man dann andere Begriffe, und das, wie gesagt, mit Begriffen begreifen wir die Welt. Ändere den Begriff, denken Sie an Arbeitslosigkeit,
Ja, ich kann den Begriff ändern, dann haben wir keine Arbeitslosen mehr. Das haben die DDR haben das so gemacht, die hatten keine Arbeitslosen. Also mit Begriffen begreifen wir die Welt. Also die Cleveren merken natürlich, wir müssen nur an der Begrifflichkeit was ändern. Ja? Dann gibt es die Chance, dass wir da an der Realität was ändern können. Also tauchten da plötzlich Worte auf wie Vorteil, Streben, Interesse. Nicht mehr Waff und Gier, keine, wenn Sie in The Wealth of Nations sprechen von Adam Smith, diesem Meisterwerk, wo die Idee der unsichtbaren Hand etabliert wurde. Und das ist der Vorläufer der Kybernetik. Die Kybernetiker haben praktisch Rückkopplungsprozesse betrachtet. Und das haben die auch. Die haben gesagt, was macht der Kaufmann? Aus egoistischen Motiven, er will reich werden, egoistische Motive, investiert er. Kauft ein Haus, will es teuer vermieten, was auch immer. Das machen viele so. Herauskommt, wie von unsichtbarer Hand gesteuert, die Wohlfahrt aller. Also ist eine Zweckhaftigkeit im Handeln ohne zwecksetzendes Subjekt. Ja? Und das hat Kant schon drüber geschrieben. It is the result of human action, but not the result of human design, sagt Ferguson. Das waren Selbstorganisationsprozesse, wird man hier heute beschreiben. Und Adam Smith sagte, die unsichtbare Hand, sozusagen, wir müssen diese Leidenschaften, die früher Untugenden waren, freisetzen, weil sie die Basismotivation des Kapitalismus sind, die Gier anfeuern. Ja? Und wie von unsichtbarer Hand geregelt, kommt da die Wohlfahrt aller heraus. Das ist die Idee der Marktwirtschaft. Und die ist darauf bezogen, auf dieses, heute würde man sagen, Reframing. Wir sprechen nicht mehr von Gier, sondern von Vorteilsstreben. Das klingt ja viel milder, oder? Wir streben alle nach Vorteil. Wir begehren alle etwas, woran wir einen Mangel haben. Ohne Begehren wären wir tot. Ja, das ist ganz normal und gesund. Also, der Gedanke ist auch nicht schlecht, der ist auch richtig. Nur ist die Frage, wo ist die unsichtbare Hand die letzten Jahre geblieben, die das regelt, ja, im globalen Kapitalismus? Die unsichtbare Hand ist eine virtuelle Fiktion. Ja, oder ich habe in dem einen Artikel geschrieben, die wurde irgendwie amputiert, offensichtlich, weil der jetzt bin ich eigentlich am Schluss. Ich glaube, ich wollte hier noch ein paar Gedanken zu der dienenden Führung, ein paar Voraussetzungen machen. Das will aber an der Stelle beenden, das können Sie nachlesen. Wir haben daraus abgeleitet, wie ist es zwischen dem Entweder-Oder, wie ist da ein Mittelweg, wie ist Maß und Mitte wieder zu finden? Also wir brauchen starke Egos, hochmotivierte Leute, aber die starken Egos sollten sich in den Dienst des größeren Ganzen, des Unternehmens stellen, wie es in vielen Familienunternehmen, in kleinen mittelständischen Familienunternehmen wird das ja auch gemacht. Warum? Man denkt nachhaltig, in dem Sinne, man denkt, und jetzt bin ich wieder beim Anfangsthema, man denkt an den eigenen Tod. Und möchte, dass das Unternehmen weiter, man hat Kinder, denen man das Unternehmen übertragen möchte. Das heißt, man ist schon in der Lage, über sich selbst hinauszudenken. Und das ist das habe ich ja als wichtigste Fähigkeit von jeder Führungskraft ausgezeichnet. Ja? Wie können wir wieder Führungsverhältnisse schaffen oder eine Führungsethik, die Führungskraft, die nur, wenn man sich vorstellt, man steht da oben, mehr oder minder allein, und der Erfolg des Vorstandes wird gemessen an der Leistungsfähigkeit und Bereitschaft der Mitarbeiter. Führen ist eine Dienstleistung, sollte eine sein. Ich werde gemessen, ob meine Mitarbeiter erfolgreich sind. Ja? Das wird ja alles individuell zugeschrieben heutzutage. Der hat das erreicht, der Vorstand der Deutschen Bundesbahn stand gestern in den Medien, die wollen sich, weil die Bundesbahn natürlich die beste Bahn der Welt ist, 50% die Vorstandstantiemen nächstes Jahr erhöhen. Ist ja wunderbar gerechtfertigt, wieder ein Beispiel für völlig, also überhaupt nicht nachzuvollziehen, für solche. Also das ist die Frage, wie können wir wieder, ich habe nur ein paar Stichpunkte, wie können wir wieder mehr Gemeinsinn reinbringen, dass all das, was wir tun, auf die alle anderen wirken und auf die Umwelt und auf die Gesellschaft. Das ist ein Labyrinth von Wechselwirkungen. Wie bei dem Seiltänz, wie bei dem Gleichgewichtskünstler im Anfangsbild. Ich bewege mich hier und ich habe viele Balancestäbe und so weiter. Und all das wirkt, das ist Thema Komplexität und Kontingenz ist dahin.
Und da ist es wichtig, dass man in sich selber als Führungskraft verwurzelt ist oder verankert ist. Und nach dem Motto, erkenne dich selbst oder werde der du bist, im Grunde selber mit sich geklärt hat. Sie haben es ja schön vorgemacht, Herr Erz, das fand ich das Beeindruckende. Mit so einer Krisensituation, wie man das nutzen kann und wie man zu sich selber kommt und wie man bei sich selbst vor Anker gehen kann, um den Unbillen der Winde und des Wetters standzuhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Hans-Rudi Fischer. Wir erlauben uns, Ihr Angebot anzunehmen, dass man das nachlesen kann, beziehungsweise auch in Kontakt danach treten kann, aufgrund der Zeit. Und nachdem ich, der Bernhard ist doch wieder da. Bernhard, nicht mehr nach hinten gehen, sondern gerne nach vorne, denn ich würde sagen, wir haben Ihre Aufmerksamkeit sehr strapaziert am ersten. Aber wichtig, weil auch viele interessante Inputs natürlich waren. Aber ich würde vorschlagen, zum Abschluss einfach sozusagen, weil es der erste Kongress ist. Bernhard Moritz ist der Fachgruppenobmann der Personenberater und Personenbetreuer. Komplex. Genau, in Tirol. Das Fazit für Sie persönlich. Also für mich persönlich und ich denke für meine Mitarbeiter und für die Leute, die in der Fachgruppe sind, war das einmal, denke ich, ein sehr guter Ballon, den wir mal so gestartet haben. Wir haben unterschiedliche Aspekte gehört, wir haben unterschiedliche Themen einmal angerissen. Und ich glaube, wenn die Lebens- und Sozialberatung den Stellenwert, den sie von den Megatrends her logischerweise kriegen könnte in der Prophylaxe, wenn Unternehmensführung, wie es Hans-Rudi Fischer dann auch gezeigt hat, wenn Unternehmenskultur, wenn diese Dinge einen Wert kriegen werden, irgendwann einmal, dann sind wir sicher mit unserer Berufsgruppe sehr gut dabei, dann können wir auch liefern, dann können wir auch Menschen begleiten und beraten, wie wir es eigentlich wollen. Und in dem Sinn, denke ich mal, war das heute eine gute und tolle Veranstaltung und ich möchte vor allem euch auch danken, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ja. Ist ja nicht einfach, so viel Hirnschmalz an einem Nachmittag auch zu verdauen, wo auch immer, oben, unten oder sonst irgendwo. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Danke den Referenten. Ich habe den Andreas Klein verabschieden müssen, weil der schon wieder zum Zug musste, weil er am Morgen wieder Veranstaltung hat. Ich wünsche Ihnen vielleicht, wenn Sie etwas mitnehmen, neben den tollen Ideen und Inhalten, die wir heute gehört haben, vielleicht auch das, dass Sie, wenn Sie mal eine Beratung brauchen, dass wenn Sie mal sowas andenken wie Begleitung, dass Sie dann auch an uns denken. Das wäre schön. Dankeschön. Ich würde gerne eine Frage noch klären, weil das ist in der Pause an mich herangetragen worden, lieber Bernhard Moritz. Und zwar, Teilnehmer haben gefragt, ob Sie zu den PowerPoint-Präsentationen kommen. Ja, es ist so, wir haben also alle aufgenommen, also alle Vorträge, die gibt es dann auf der Homepage, so in 3, 4, 5 Tagen. Und wir werden auch dann die Folien aufhören, wenn die Referenten ihr Okay dafür geben. Und dazu gibt es einfach noch andere Informationen, die wir alle unter diesem Titel Schau auf die und deine Leute drauf haben werden. Wir haben auch die Expertenlisten drauf für unsere einzelnen Tätigkeiten. Also das wird so ein Dreh- und Angelpunkt vielleicht auch der Kommunikation werden. Gut, Dankeschön. Dann schönen guten Abend, schönen Freitagabend und jetzt schauen wir auf uns alle. Wiedersehen.